Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist heute Montag. Ich muss das mal überlegen. In diesem Lockdown weiß man immer gar nicht, was für ein Tag ist. Es ist Montag. Ich stelle euch mal hier hin und zeige euch gleich als allererstes mal die Babys. Sie sind so groß geworden und die fangen schon langsam an zu laufen. Also sie laufen schon. Falsch. Fangen nicht an, sie laufen schon. Wartet. Guckt mal, wie groß die schon geworden sind jetzt wieder. Heute seid ihr genau 3 Wochen alt. 3 Wochen seid ihr alt. Schau mal in die Kamera. Die wollen dich alle mal sehen. Du kleiner süßer Fratz. Und da kommt noch die Stella. Ja, lass deinen Lappen da drin. Der kleine Lappen lass da drin. Ja, also die sind auf jeden Fall schon... Stella. Die sind auf jeden Fall schon sehr groß geworden und laufen, wie gesagt, auch schon. Aber das zeige ich euch nachher nochmal in der Szene. Die schlafen jetzt, die anderen schlafen gerade alle. Und da legen wir die nachher alle mal raus. Ja, es ist jetzt 9:45 Uhr. Wir sind heute ziemlich früh aufgestanden. Also ich zumindest. Stella hat ziemlich lange geschlafen. Die ist vorhin erst aufgestanden. Aber ich bin relativ früh aufgestanden, weil meine Freundin jetzt gleich kommt zum Frühstück. Wir frühstücken heute zusammen und einfach mal wieder ein bisschen quatschen. Sie ist ja auch im Homeoffice, muss erst mittags anfangen zu arbeiten. Und musst du mal warten, Stelly, die schlafen alle. Ja, warte, wir können den einen, der wach ist, den können wir raussetzen. Mal gucken, ob er das möchte. So, bitteschön. Danke. Guck mal, der läuft gleich wieder rein. Oh, Stelly, vorsichtig anfassen. Ganz vorsichtig hochheben. Lass ihn mal laufen. Spatzi, mach vorsichtig, Stelly. Lass ihn einfach mal laufen. Krabbel, krabbel, ne? Du bist eine gute Katzenmama, aber du musst immer ganz vorsichtig machen. Mama, der Pup! Du machst immer Tut auf der Nase, aber das gefällt dir nicht. Zeig uns mal, wie du laufen kannst, komm. Zeig's uns mal. Mama, und... Ja, Ohren, der hat Ohren. Ein Glück hat er Ohren. Mama, der Ohren, der Ohren. Schaut mal, wie schön die schon laufen. Jetzt läuft er natürlich genau von uns weg. Komm mal hier. Kann man noch nicht so richtig locken. Spazilein. Komm mal hier lang gelaufen. Wir wollen dich mal sehen. Wartet, ich mache mal die Kamera anders. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Stelly, vorsichtig bitte. Hast du dich verschluckt? Alles gut. Naja, der guckt jetzt erstmal mehr, als dass er läuft. Naja, wo war ich stehen geblieben? Ja, meine Freundin, die hat Homeoffice, habe ich schon erzählt. Und wir treffen uns ja ab und zu mal zum Frühstücken. Als meine beste Freundin, wir sehen uns ja nun auch nicht so oft. Und da ist heute, wie gesagt, ein bisschen Mädels-Talk angesagt. Ich habe, das kann ich euch mal zeigen. Ich habe übrigens, die hatte Geburtstag, für meine Freundin was ganz Tolles gebastelt. Also gebastelt, ne? Mehr oder weniger gebastelt. Ich zeig's euch mal. Wartet mal. Ne, wir machen es mal anders. Wartet, ich mach mal Tageslicht. Tageslicht ist immer besser. Hier ist alles noch dunkel. Hier können wir gleich mal das Fenster ordentlich aufmachen. So. Schaut mal. Wo stelle ich euch denn jetzt mal hin, um euch das zu zeigen? Warte. Ich stelle euch mal hier oben hin und filme mal hier runter. Guckt mal, das geht jetzt leider nicht mehr zu. Ich habe dieses Buch gekauft. So ein Wenn-Buch für meine Lieblingsfreundin. Und da kann man dann, ich hoffe, man sieht das so halbwegs, ich mache es mal so, da hat man dann so verschiedene Seiten. Erstmal ist hier vorne so ein Deckblatt, wo man reinschreiben kann, von wem für wen. Dann ist hier noch so eine schöne, also es ist wirklich ein schöner Text. Ich weiß nicht, ihr könnt es euch ja anhalten und durchlesen, falls man das lesen kann. Und dann sind verschiedene Seiten, die man gestalten kann. Wenn du mal eine Auszeit brauchst, da hilft so ein Bad und Ohrstöpsel. Jetzt muss ich, wartet mal, eine Seite muss ich jetzt überblättern, weil da steht meine Telefonnummer. Da steht dann, wenn du jemanden zum Reden brauchst, schreibst du die Telefonnummer hin, die zeige ich euch jetzt nicht.
Dann, wenn du mal Energie, wenn dir mal die Energie fehlt, wenn du dich mal verwöhnen lassen möchtest, wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Also voll das tolle Buch hier, wenn du mal einen Kater hast, Kopfschmerzen und so. Also das ist wirklich ein mega schönes Buch. Kann ich euch echt noch empfehlen, wenn ihr mal keine Geschenkidee habt. Also bei meiner Freundin ist es auch immer schwer. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich für sie machen soll. Und ich wollte gerne was, naja, irgendwas Persönliches machen. Und da habe ich das Buch entdeckt. Bei Amazon habe ich das gekauft, falls es jemand interessiert. Das gibt es auch noch mit verschiedenen Varianten. Also nicht nur für die Freundin, sondern auch für Mama, Papa und alles Mögliche. Aber ich fand es eine coole Idee. Es hat auch echt Spaß gemacht, das zu basteln. Genau, das bekommt sie nämlich heute noch. Und ja, alles andere. Ach so, wegen Amy wollte ich euch noch ein Update geben. Das mache ich nachher, wenn sie wieder weg ist. Bei uns schneit, sehe ich gerade. Es schneit, aber nur so ein paar kleine Flocken. Bei uns ist mittlerweile der Schnee auch schon komplett weg. Schaut mal. Für alle, die sich fragen, übrigens, da unten steht mein Auto. War es dort einfach schon? Ja, Leute, wie lange steht das da schon? Fast 2 Jahre steht und ungefähr 2 Jahre nicht benutzt wurde. Das muss unbedingt gemacht werden. Also das fährt und es ist auch völlig fit und alles, aber ich fahre ja kein Auto alleine. Ich möchte aber unbedingt gerne wieder alleine Auto fahren. Das ist der nächste Akt. Aber dafür muss mein Auto erstmal zur Durchsicht, weil ja, so lange wie das stand, habe ich nicht mehr viel Vertrauen in mein Auto. Jetzt habe ich hier wieder 7 Minuten gelabert, sorry. Die Amy-Update gebe ich euch nachher noch, aber ganz kurz vorab, er geht es wieder bestens. Und ach, apropos, da muss ich noch ihre Tabletten geben. Er bekommt hier nämlich noch Tabletten. Mache ich aber auch gleich noch. Und melde mich dann nachher, wenn meine Freundin wieder weg ist. Wir frühstücken erstmal ganz in Ruhe. Guckt euch das doch mal an. Die Stella spielt da. Ich habe vorhin den Kleinen wieder rein. Und jetzt ist er alleine wieder rausgekrabbelt und sitzt die ganze Zeit bei Stella und schaut ihr zu beim Spielen. Und krabbelt auf ihren Schoß. Och, guckt doch mal. Guck mal, Stelli, der möchte gestreichelt werden von dir. Guck mal, der krabbelt auf dein Bein. Vorsichtig, ganz vorsichtig, ne? Oh. Ja, der klettert auf deinen Schoß. Du willst ja auch immer auf dem Schoß sitzen. Guck, und der möchte auch auf deinem Schoß sitzen. Da kommt die Tequila mal nach dem Rechten gucken. Setzen dir hoch auf den Schoß, genau. Oh, du bist eine gute Katzenmama. Eine ganz gute Katzenmama bist du. Süß. So, herzlich willkommen aus dem Flur. Die Stella möchte Fahrrad fahren. Da es aber draußen sehr nass, matschig und eklig ist und gefroren vor allem, sind wir jetzt ein bisschen auf dem Gang. Wir haben ja hier die schönen offenen Gänge, also das ist halt wirklich schön, wenn gerade wenn draußen so ein bisschen Matschwetter ist und Stella Fahrrad fahren will, kann sie halt hier schön die langen Gänge hinterfahren, auch wenn sie nicht so weit fährt. Na, fahr mal bis hinter, Stella, da musst du nicht so oft umdrehen. Dein Helm willst du aufsetzen? Oh, die Mama hat dir keinen Helm aufgesetzt. Ja, warte, Mama holt noch den Helm. Warte. Ich stelle euch mal hier hin. Ich habe übrigens die Jacke meines Mannes an, deswegen sehe ich ein bisschen komisch. Ich bin aber auch eine Rabenmama. Rabenmutter. Ich habe den Helm vergessen. Hast du ja Puppe hier? So, warte, komm her. Und. Zack! Ja, ich bin eine Rabenmutter und ja, ich habe den Helm vergessen. aber die Stella denkt ja selber an sowas. Ja, ich war jetzt hier auch ein bisschen hin und her laufen, da bewege ich mich wenigstens ein bisschen und bin an der frischen Luft. Und wir können jetzt hier noch, naja, halbe Stunde, denke ich, dann wird der Papa von der Arbeit kommen. Der holt nämlich bei Rewe unseren bestellten Einkauf noch ab. Und dann, ja, ist schon wieder Abendbrotzeit, ist der Tag rum. Meine Freundin war übrigens bis 14.30 Uhr da. Ich hatte euch doch noch erzählt, sie ist im Homeoffice und muss erst mittags arbeiten, aber sie hat heute frei, habe ich vergessen. Von daher hatten wir einen sehr schönen Tag. War mal wieder schön, dass wir so viel Zeit hatten, weil sonst... Na, fahr mal hinter, Mama kommt auch gleich. Mama erzählt hier schnell, fertig, fahr mal hinter. Auf die Plätze, fertig, los!
Ich muss immer auf die Plätze fertig los sagen, damit Stella losfahren darf. auf jeden Fall hatten wir da mal wieder heute schön Zeit. Wir haben sehr selten irgendwie so viel Zeit. Wir haben halt immer nur vormittags mal 2-3 Stunden. Naja, und jeder kennt das mit der besten Freundin, braucht man einfach mal ein bisschen länger Zeit auch manchmal. Und von daher war das sehr schön. So, jetzt spazieren wir hier ein bisschen und dann melde ich mich heute Abend dann nochmal in Ruhe und erzähle euch noch kurz, was bei der Amy alles rausgekommen ist. Und ja, dann war es das auch schon wieder. Ich lege euch jetzt hier rein in den Abstellraum, damit ich hier nicht die Kamera auf dem Fenster stehen lasse. Ich sehe aus, als hätte ich ein total breites Kreuz hier mit der Jacke. Aber ich habe keine Winterjacke für dieses Jahr. Also ich habe schon eine, aber die habe ich gar nicht rausgeholt und das werde ich auch nicht mehr machen. Jetzt ist es schon wieder Abend und der Tag ist schon wieder um. Also die Tage gehen so schnell um, das ist wirklich Wahnsinn zurzeit. Obwohl man eigentlich nichts zu tun hat, beziehungsweise nichts machen kann, zu tun habe ich genug, das war falsch gesagt, ist die Zeit wahnsinnig schnell vorbei. Also wirklich. Ich wollte euch ja noch ein kurzes Update zur Amy geben. Wir haben die Amy letzte Woche nach 3 Tagen wieder abgeholt beim Tierarzt. Ich hatte dann auch endlich jemanden erreicht. Ich fand es ein bisschen doof irgendwie. Da ist irgendwie eine neue Schwester. Oder ich weiß nicht, ob die Schwester neu ist beim Tierarzt. Oder ob die einfach die letzten Male nicht da war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann endlich Nachmittag jemand erreicht. Und ich sage, ja, ich warte schon seit gestern auf einen Anruf von euch und so. Und ich wollte mal wissen, was mit unserer Amy ist. Und sie meinte dann, ja, die Amy, die kann dann abgeholt werden heute Nachmittag. Und ich sage, aber warum habt ihr mich denn nicht angerufen? Und ja, wir haben noch gewartet, dass die Amy kackt, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Weil die hatten der Amy so Medikamente für den Darm und sowas gegeben. Und die Amy hatte aber beim Tierarzt 3 Tage nicht gekackt. Und das Witzige war, also ich fand es witzig, weil die Amy war keine 5 Minuten zu Hause und ist erstmal auch schön aufs Katzenklo gegangen. Also die Amy ein kleiner Heimscheißer. Hat auf jeden Fall funktioniert. Ich sollte dann nämlich nochmal anrufen beim Tierarzt, ob das alles geklappt hat. Jetzt bekommt die Amy noch Medikamente. Ich glaube noch, jetzt noch 6 Tage. Insgesamt waren es dann, glaube ich, 12 Tage oder so. Aber sie macht auf jeden Fall wieder einen fitteren Eindruck. Sie hat auch schon ein bisschen zugenommen. Wenn man die Amy so streichelt, hat man ihr so doll die Wirbelsäule gemerkt, dass es richtig unangenehm war. Also ich konnte sie gar nicht so richtig streicheln, weil das ganz komisch war, wenn man die so angefasst hat irgendwie. Ich kann es nicht so richtig erklären. Auf jeden Fall hat sie schon ein bisschen zugenommen. Sie hat auch ein spezielles neues Futter bekommen. Das ist bei uns natürlich mit 4 Katzen immer ein bisschen schwierig, nur einer Katze ein bestimmtes Futter zu geben. Aber gut, das müssen wir jetzt irgendwie so hinbekommen. Und ja, was wollte ich noch sagen? Das war's. Der Amy geht's halt besser. Naja, die Kleinen wachsen auch. Habt ihr ja heute auch schon gesehen. Und mehr habe ich für heute auch gar nicht zu berichten. Ich komme gut vorwärts mit meinem Gewerbe, wollte ich noch erzählen. Ich habe euch hier, ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, ne? Ich glaube, auf Instagram habe ich es auf jeden Fall schon erzählt. Die erste Ware ist angekommen schon. Ich werde dann jetzt auch starten, den nächsten Tag. Ich werde versuchen, dass ich morgen die Fotos hinbekomme. Für mich ist es zurzeit ein bisschen schwierig, weil also die Stella ist mega anstrengend zurzeit tagsüber. Die war echt mal entspannter und jetzt haben wir hier einen Wutanfall nach dem nächsten. Aber ich glaube, alle Mamis kennen das. Das ist natürlich nur eine Phase, wie jeder sagt. Aber es ist zurzeit echt anstrengend, weil jede Kleinigkeit zum riesen Wutausbruch führt. Und das zerrt irgendwie ein bisschen an meinen Kräften die letzten Tage. Ich bin abends, also es ist jetzt 7 Uhr, ich bringe gerade Stella ins Bett. Die darf jetzt hier gerade noch ein bisschen gucken und dann bekommt sie noch ihre Milch und dann wird geschlafen. Und eigentlich komme ich dann immer erst abends so richtig dazu, wenn Stella schläft. Und jetzt habe ich die letzten Tage das Problem, dass ich abends so fertig bin. Also man ist dann so froh, wenn einfach mal Stille ist, kein wutiges Kind, was rumbrüllt und macht und tut, ne? Also das ist zurzeit echt anstrengend, aber ich möchte mich nicht beschweren. Ich liebe die Stella und es ist alles wieder gut, sobald sie schläft und einfach total süß aussieht. Also bestes Beispiel vorhin auf dem Gang, wir waren noch spazieren hier, also spazieren, Fahrradfahren hier auf dem Gang und dann haben wir noch Verstecken gespielt. Das macht Stella zurzeit unglaublich viel Spaß.
Und dann sind dort auf dem Gang noch zwei Wohnungstüren, also so Eingänge zu den Wohnungen. Und jeder hat einen Schuhanzieher draußen stehen. Wir haben vor unserer Tür auch einen, aber die haben auch einen stehen. Und Stella will immer die Schuhanzieher mitnehmen. Und ich sag oder erkläre ja auch immer, dass wir die nicht mitnehmen können, weil das ja den anderen Leuten gehört und nicht unsere ist. Und versuch's sie immer mit unserem abzulenken. Ich sag, komm, wir gehen zu unserer Tür und holen den, den wir haben, aber nein, sie möchte dann halt gerne den roten, der bei der Nachbarin hängt, oder den, ich weiß gar nicht, der andere ist gelb-rot oder so, möchte halt die. Oh, und das ist wirklich so ein Wutausbruch jedes Mal und das zieht sich dann ja auch immer eine halbe Stunde. Aber gut, da müssen wir durch. Wie gesagt, wird schon nur eine Phase sein, ist bestimmt bald wieder vorbei. Ich bringe jetzt auf jeden Fall hier die Stella noch ins Bett, bis die schläft und dann werde ich meinen Hula-Hoop machen. Das halte ich nämlich echt durch nach meinen blauen Flecken. Die sind jetzt so gut wie weg. Ich mache schon wieder 3 Tage und habe auch noch keine neuen bekommen, also ich denke, das Ding ist durch. Und ja, das werde ich jetzt auch gleich noch machen und dann ist Feierabend für heute und für morgen habe ich mir halt vorgenommen, dass ich Ware fotografiere und ja, einfach irgendwie anfangen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir immer einen Daumen nach oben da. Und für die, die noch kein Abonnent sind, würde ich mich natürlich freuen, wenn auch ihr ein Abonnent von unserem Kanal werdet. Ist natürlich kostenlos und folgt uns auch gerne auf Instagram. Uschi.time blende ich mir mal hier unten ein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das seht. Jetzt ist es ja gerade Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!